Oh, weißt du, was ich vielleicht als Fehler auch bei mir hatte letztes Mal? Ich habe nicht darauf geachtet, dass ich nachts auch einen Anästhesisten da habe. Jetzt habe ich einen Chirurgen und einen Anästhesisten da. Vielleicht konnten die deswegen nicht operieren. Gut möglich. Und Stefan, alles fit bei dir? Es fehlt ein bisschen die Musik im Hintergrund, ne? Ja. So, wir brauchen ein Herz. Ja, jetzt geht es Jupp, schon wieder schreibt nicht. er. Alles gut. Bei uns ist soweit auch alles fit. Wir haben heute die gesamten Räumlichkeiten hier mal umstrukturiert und alles rübergetragen. Das heißt, das ist jetzt im neuen Raum der erste Stream, den wir machen. Und es läuft alles. Juhu! Wir waren uns unsicher, ob alles so funktioniert. Okay, das lese ich jetzt mal nicht vor. Alles klar. So. Wir sind im Umbaustress ein Ja, wir bisschen. sind, genau, wir sind hier, wir sind jetzt mit dem kompletten Arbeitszimmer eins weitergezogen, müssen jetzt quasi die anderen Zimmer renovieren und kernsanieren. Ist toll. Ja, das eine Zimmer hier eigentlich nur, Ein ne? Zimmer, kernsanieren, Ja, ja. ja, ja. Der Rest ist ja schon sozusagen fertig. Aber trotzdem noch ein bisschen Arbeit. Ich habe jetzt quasi Urlaub, damit ich arbeiten kann. Ist doch Yay! schön. Nee. Schaffst du es in deinem Urlaub, fertig zu werden? Ich hoffe doch. Ja, ich weiß schon, worum es geht. Ich möchte es nur nicht. Das kriegt ja dann alle mit, ne? Genau, weil es ist ja hier öffentlich jetzt gerade. Deswegen. Und du musst bedenken, wir nehmen das noch für YouTube mit auf. Das heißt, hieraus werden Folgen gemacht. Aber in YouTube siehst du halt den Chat nicht. Den siehst du nur im Stream. Ja, Urlaub hat er, ich nicht. Bin ich die Einzige jetzt, die hier keinen Urlaub hat? Nee, 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 nee. Wie lange hast du Urlaub, Stefan? Ich glaube, der Stream ist ein bisschen verzögert. Der hat, ich glaube, bis zu 10 Sekunden momentan. 2 Wochen. Ja, könnt ihr euch ja zusammentun. Unverschämtheit. Jo, 2 Wochen. Nur leider Unverschämt. keine so wirklich Freizeit. Mal gucken, wie es voran oder wie ich vorankomme. Das mit der Radiologie, das wurmt mich, ne? Das läuft doch Dann nimm nicht. eine Wurmkur. Ach, manchmal ist das hier eine Wurmkur. Ich möchte das Ey, du nicht hast mich mehr. geheiratet, du kennst mich. Du kennst mich nicht anders. Das hast du tagtäglich. Ja, Rosige stellt euch das Aussichten. mal vor. Jeden Tag und das ist dann über Steff. 10 Jahren. Ja, was denn? Nein, ist alles gut. Das hört sich ja jetzt an hier. Nein. Stefan schreibt, Arbeit im Urlaub. Ja, irgendwie schon. Weil sonst kommst du nicht richtig zu Potte. Und wir machen ja im Herbst nochmal richtig Urlaub. Hoffbar. Ja, gucken wir Ohne Arbeit. mal. Ah, der Kurt ist da. Hi. Hallo Hallöchen. Mädels. Du fängst genauso an wie die Arbeitskollegen auf der Arbeit. Da haben wir auch so ein Spezi dabei, ey. Ja, ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt machen muss mit der Radiologie. Gucken wir mal, ob der jetzt wegkütt. Wow, das geht ja ab hier. Und wieder Reinigungswagenrennen. Es wird aber immer schmutziger werden und wir werden diesen Schmutzlevel wieder nicht Herr werden. Ich weiß nicht. Es ist auch das Problem, wir konnten irgendwann. Ja, nee, es rennt weiter. Ist okay. Ich möchte das Doch, nicht. doch. Sag, sag. Wir werden. Nicht mehr Reinigungskräfte einstellen Weil wir irgendwann das können. Limit erreicht haben. Ne? Wo kommt man das sehen? Das kommt man, wenn man auf. Wenn bei den Räumen hingeht. Was denn jetzt?
Na, da kann, nee, kann man doch gar nicht sehen. Hier oben steht's da. Also 6 von 0. Ja, die Anzeigen stimmen noch nicht so ganz. Man hat auch noch mehr Anzeigen. Wenn man auf jetzt einen von den Gästen geht, sieht man auch, dass die hungrig, durstig oder was weiß ich nicht was sind. Aber leider habe ich das noch nicht geschnallt, wie ich dann jetzt das irgendwie ändern kann. Also der ist jetzt hier ganz tutti, der ist noch voll gegessen und muss nicht aufs Klo und so weiter. Kurt, wie geht's dir denn? Alles gut bei dir? Ja. Haben Sie auch schon länger nicht mehr gesehen? Ja, wir haben auch Oder schon eine gehört, längere Zeit geschrieben? auch weniger gestreamt, ne? Ja. Ja, genau. Also, Kurt schreibt, ist das Theme Hospital neu? Jein. Jein, es ist quasi, es gibt ja momentan zwei Ableger von Theme Hospital. Das wäre einmal Two Point Hospital von Sega und dieses Spiel, das Project Hospital von Oxymoron Games. Das Two-Point-Hospital ist eher dem Seam-Hospital angelangt. Genau, und das hier ist was mehr auf Realistik. Also die Krankheiten, die gibt es wirklich. Man muss selbst Diagnosen ein bisschen, ja, stellen, Symptome untersuchen oder finden. Ja, es ist ein bisschen, ich sag mal, aufwendiger, muss ich mehr reinfuchsen. Ja. Und wir haben einen Verkaufsautomaten im Warteraum aufgestellt, tatsächlich, ja. Da Verstehe. ist einer. Ah, hallo, es ging. Und hier ist ein Wasserspender und irgendwo war hier auch noch ein Verkaufsautomat. Weiß ich nie, wo der jetzt hin ist. Habe ich den weggemacht müssen, weil ich den so Ja, du komisch hast die gebaut habe? Vorgefertigten genommen. Dann setz einfach mal einen rein. Kannst du nachträglich nochmal. Gehst du oben aufs Helmerchen? Die Maus ist weg. Ja, du Da. bist auf einem anderen Bildschirm gewesen. Being. Oh, yo, ey. Das kenne ich nicht. Oh, warte, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, ey. Das habe ich damals auch gezockt, Being. Ja, mit dem Verkaufsautomaten zu wenig, das hatten wir letztes Mal auch überlegt. Das ist mir da aber relativ spät erst ins Auge gefallen. Oh, das muss wehtun. Manchmal, man, es ist einfach nur mit dem Ohr. Ich möchte das nicht mehr. So, ich stelle hier nochmal ein paar Verkaufsdinger hin. Ich hatte nämlich dann in meinem vorherigen Spielstand auch einfach überall so Dinger noch hingezimmert. Für Trinken und Essen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt jetzt schon aus. Sexy Hospital? Ja. Ja. Was? Ach, Es kommt deswegen kenne also. ich das nicht. Jetzt muss ich hier aber rausgehen. Ich glaube, jetzt wird es hier Ah, nicht mehr so das passen für war. mich. Oh Gott, das ist schon so lange her. Ich kenne Theme Hospital. Ich habe mich Ey, das schon war gut doch. Das ist gefühlt. doch Amiga-Zeit, oder? Bing oder Bing, wie wird es ausgesprochen? Das ist doch, oder? Das kenne ich nicht. Das muss Amiga gewesen sein. Das sagt mir Oh leider Gott, gar das ist nichts. schon 95. Das war so geil. Amiga DOS, jawohl. 19 Disketten oder eine CD-ROM, das war noch Zeiten. Und ab 16 freigegeben. Being 2, jo. 99 rausgekommen. Im zweiten Teil wurde noch mehr Augenmerk auf Erotik gelegt. Ja, ist halt. Ja, das ist das Spiel, die muss man mal gespielt haben. Ist einfach so. Jetzt weiß ich, was du da machst. Sking schreibt. Noch nie gehört. Okay. Und sowas wie eine Kantine gibt es nicht. Nein, habe ich aber tatsächlich im Forum vorgeschlagen, weil hätte ich auch gut gefunden. Ja. Einmal für die Mitarbeiter und für die Patienten oder Besucher. Eigentlich, ja, Besucher gibt es ja eigentlich noch nicht. Ne? Das ist ja eher für Patienten. Nee. Bing gab es nur auf dem PC. Okay, ich habe gerade eben aber Amiga gelesen. Ja, für den zweiten Vielleicht Teil. gab es, ja, das kann sein. Gucke, und hier wird's, jetzt wird's schon schmuddelig. Es wird schon sputzig. Ich mag das nicht. Ich will, dass das ein sauberes Krankenhaus ist, aber ich bekomme es nie sauber, weil irgendwer hat hier wahrscheinlich mir irgendwie mit dreckigen Füßen eingestellt. Da muss aber viel mit dreckigen Füßen sein. Kurz schreibt, Plattform PC, kompatibles DOS, Amiga, OS, Amiga. Okay. Das passt. Ah ja, DOS, das waren ja noch Zeiten, wo man auch wirklich mit Befehlen was machen konnte. Das habe ich nicht Oh, das ist gemacht. schon so lange her. Wie unterhaltet ihr euch mal? Ich möchte nochmal auf dieses Spiel zurückkommen. Was war denn da? Hast du da so sexy Krankenschwester gehabt oder was? Warte, ich zeig dir mal ein paar Bilder. Das war halb so wild. Das hört jetzt schlimmer an, als es war. Mein Gott.
Ihr habt das wahrscheinlich alle ganz, ganz toll gefunden, die kleinen, großen Jungs, die davor saßen. Weiß schon, das ist Amiga-Grafik, ne? Ja, was weiß ich. Gab ja noch Larry und sowas, ne? Das war ja auch so in die Richtung angelehnt. Ich muss mir jetzt leider mal gerade hier die Bilder angucken. Ich übergebe das mal hier kurz so. Gott, schreibt mit DOS 5.0 hat meine PC-Karriere angefangen. Jupp, Comic-Grafik war leicht sexy angehaucht, schreibt Sking. Leicht. Ja, ja, mein Gott. Das ist doch leicht. Oh, ich weiß, warum ich das nicht kenne. Ach ja, mein Gott, das ist so. Hier, bitte leicht sexy angehaut. Ihr könnt das jetzt ja leider nicht sehen. Hätten wir die Webcam schon. Nein, das ist doch gut, dass ihr das nicht sehen könnt. Es gibt Dinge, die muss man nicht sehen. Das kommt ja auch auf dem Let's Play Channel, nicht? Also, ah ja. Hallo Kinder! Nein. Knappe okay. Outfits und hübsche Schwestern. Was soll ich jetzt überhaupt machen? Wo sind wir auf dran? Aber wir sollen 50 Patienten behandeln und wir... Oh nee. Enable Hospital... Also bitte hier. Mach eine nächste Etage. Ich habe es so verbaut, ja, hier, dass wir da nicht mehr groß drauf aufbauen können. Das ist dein Ding. Du hast hier Platz verschwendet ohne Ende. Ja, da oben ist ja alles sauber. Oben? Ja, oben ist ja noch nichts gebraucht. Ja, eben. Da muss alles sauber sein. Da baue ich ja jetzt Kran, genau. Und dann... So, und dann... Add new floor. Badum. Das macht er automatisch, warum auch immer er die Wände übernimmt. Das weiß ich nicht. Die Wände mache ich immer weg. Was machen denn Wände wegmachen? Ist das Wände nur? Nee, das ist... Nee. Das macht alles weg? Das. Das, ne? Pass nur auf, dass ein Aufzug nicht mitnimmt. Nee. Also. Und dass ich die Außenwände stehen lasse. Genau. Das war aber eins zu wenig. Es gab in den vorigen Versionen so ein bisschen das Problem, dass der Aufzug teilweise nicht automatisch mit auf die neue Ebene übernommen wurde. Ah nee, das ist das Falsche. Und normalerweise konnte man den per Hand setzen, es hat aber leider nicht immer geklappt. Das ist jetzt mittlerweile so gelöst, dass der Aufzug automatisch mitgesetzt wird, sobald eine neue Ebene erstellt wird. Was ich auch sehr sinnvoll finde, ja. Weil die Aufzüge sind normalerweise ja auch untereinander und nicht Hü und Hott gesetzt. Das wäre ja auch ein bisschen schwierig. Nee, du kannst das doch machen. Was? Es ist nur viel teurer. Natürlich kannst du die Aufzüge überall setzen, wie du willst. Ja, ja, aber du musst ja trotzdem an derselben Stelle oben und unten einen haben. Sonst kann das ja, aber du kannst... Fährst eins hoch, seitwärts, über so ein Band. Ach, ist das schön. Ja, nee, klar, geht alles. Der kommt zum Kran, der packt sich im Kopf, setzt sich um in den neuen Aufzug und so. Ja, ja, so läuft das. Hier. Kurt schrieb noch, knappe Outfits und hübsche Schwestern. Ja. Also Krankenschwester. Ah, sie ignoriert das jetzt. Hä? Genau. So. Ach, das ist so ein bisschen... Das ist noch ein bisschen frickelig. Was war denn damals euer erstes Spiel auf der Amiga? Ich hätte schon gesagt, Konsole auf dem Amiga selbst. Hä? Ja, prinzipiell erstes Spiel. Oder prinzipiell erstes Spiel, genau. Ich kenne ein Spiel. Ich werde es nie wieder von. Es war ein kleines Männchen, das lief durch ein Level und hat Schlüssel eingesammelt. Das hat man schon mal, ne? Ich suche dieses Spiel immer noch. Ich meine, es hieß Keys, aber ich finde es einfach nicht. Ja, er lacht da immer drüber. Das verfolgt mich. Ich meine schon, ich bilde es mir viel ein. Und es gab ein Spiel mit einem grünen Marsmännchen mit Saugnäpfarmen. Keine Ahnung. Das konnte so Saugnäpfe schießen. Kennt ihr auch alle so ein Spiel, wo ihr so ein Männchen spielt, so ein bisschen rumhüpfen müsst auf so Gegenständen? Das Spiel suche ich. Nein, das hat so Saugnäpfe und das konnte Früchte einsammeln. War auf dein Schlüsselspiel. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Nein, das weißt du wahrscheinlich nicht. So, Sking schreibt, Amiga North and South. Sag mal gar nichts. C64, Gina Sisters and Summer Games. Oh, Summer Games. Oh, Gina Sisters kenne ich natürlich auch. Summer Games haben wir damals auch gezockt. Kurt schreibt, Summer Games, Winter Games. Winter Games hat man übrigens auch. World Games. World Games hat man nicht. Winter Games, das war das mit dem Skispringen und so weiter, ja, ne? Ja, genau. Ja, aber das hatten wir nicht, das hatte irgendwer anders. Joystick Killer, ja. Das kennen wir ja alle. Nein, das kenne ich wieder nicht. Du musst ja von der Bewegung her, musst ja relativ schnell hin und her schon mal. Der Joy. Oh, leck mich doch an.
Ja, später der Abend ist so dreckig und schmutziger wird's. Ja, nee, ist okay. Ich hatte schon verstanden. Ihr seid nur Männer, ne? Du hast hier die bösen Sternchen, Gedanken. Sternchen, Sternchen, Sternchen? Oh, da hat einer ein böses Wort geschrieben. Oder war Absicht? Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht so genau. Ich habe das Trauma-Center noch nicht gebaut, ne? Ist auf das Trauma. Wie wir wieder beim Thema werden, ja, ja. Ist im Thema. Nix. Oh, ich kann das nicht so gut erkennen. Was denn? Ich muss das Trauma-Center noch bauen, wenigstens ja, hier, eins. Meine Herren, guck mal, ob ich eins abgespeichert habe. Nee, das ist schön so. Alles klar. Sking schreibt, North and South, Südstaaten gegen Nordstaaten, war ein Link zum YouTube-Video. Ach ja, nee, gut, die Links werden ja automatisch... gedingst. Und gebumst. Vom Filter rausgenommen. Die werden sag mal, was geht denn jetzt? Ja, du... Also, okay. Nee, also die werden rausgenommen. Deswegen geht das leider nicht. Das haben wir deaktiviert. Jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Das auf der Nadel. Ja, gemerkt. Kurt schreibt, es gab auf dem Amiga noch so ein Rennspiel mit einem Jaguar. Das habe ich gesuchtet. Yo, wir hatten damals auch so ein Spiel, da konntest du deine Tracks selbst bauen. Da bist du auch so Achterbahn, so Loopings und sowas gefahren. Hieß das irgendwas mit 3D, hieß das, glaube ich, oder? Ja, 3D zu damaligen Zeiten. Track 3D oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr. Das war auch richtig cool. Oder Stunt, kann das sein? Lotus gab es auch, yo, das hatten wir auch. Ah, da werden Erinnerungen wach. Das komische Gackteil kann man immer noch nicht bauen. Ach, da hat man doch auch. Da gab es doch so ein. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Da gab es so ein Strategiespiel, wo man so eine Art Spinnenviecher hatte. So, ich glaube, 3 verschiedene Klassen und die Level bestreiten musste. Stunts 3D. Ja, genau das war das, was ich eben meinte. Mit Hotcast. Das war auch cool. Das habe ich damals auch viel gesuchtet. Wo immer schön die Scheibe kaputt ging, sobald du irgendwie runtergefallen bist oder sonst was gemacht hast. Stunts 3D, ja. Kann ich leider nirgendwo mitreden. Dum-dum. Tower of Babel, kann das sein? Das Spiel, was ich eben meinte? Das Strategie Tower of Babel, irgendwie so hat mein Schieß das. Jetzt guck ich mal nach. Ich kenne das alles nicht. Oder kennt ihr Wings of Fury? Wo du dieses kleine Flugzeug hattest? Hammergeil, das haben wir damals auch gesuchtet. Ich kenne das alles nicht. Ich habe gesagt, welche Spiele ich kenne. Ich kenne noch Aladdin. Ich weiß, ich bin sehr unwissend. Es tut mir leid. Ach wo? Man muss ja nicht alles kennen, ne? Kurt schrieb leider nicht den Multiplayer. Jetzt weiß ich gerade nicht, auf welches Game sich das bezog. Sking schreibt, oh ja, Wings of Fury oder auch nur Wings. Nur Wings? Gab es das auch? Keine Ahnung, ich kenne Wings of Fury. Das hat eins derselbe wahrscheinlich, ne? Wings of Fury war übrigens in Deutschland indiziert. Ja, ist. Reden wir nicht drüber. Dürfen. Das habe ich, hab ich nie gesehen, das Spiel. Ich kenne das gar nicht. Ich habe mal von einem Kollegen, dessen Bruder, dessen Tante und davon dann der Sohn, der hat das wohl mal gespielt und so. Ja, damals war das dann noch immer. Sind wir aber ehrlich, zu Computerzeiten. Wer hatte nicht schon mal Wolfenstein 3D zu damaligen Zeiten gesehen, gespielt, nicht? War ja auch nicht so ganz, ne? Wings war Erster Weltkrieg und man hatte einen Karrieremodus. Jo, das kann sein. Ich kann mich ja nur grob daran erinnern, dass immer von einem Flugzeugträger gestartet bis und dann ab auf die Insel. Hat Spaß gemacht.